Heute erleben wir einen Tag als Notarzt im Notruf Hamburg und Elon Musk hat schon mal direkt einen Notarzteinsatz. Also fahren wir da natürlich direkt mal hin. Elon Musk, wo bist du denn? Oh, bei dem Containerhafen. Da vorne liegt er. Dann geben wir ihm mal eine Bandage. Das ist immer ganz wichtig. Und jetzt gibt es die Bluttransfusion. Ah, jetzt heilen wir erstmal die Polizisten, weil die Polizisten hauen auch gerne mal direkt mit dem Straftäter ab. Können wir noch ein paar XP so bekommen. Easy peasy. Beide geiern darauf. Also die gönnen sich schon wieder nichts. Classic. Und was sage ich? Die rennen weg. Aber ich habe denen trotzdem noch mal eine XP gegeben. Und das ist halt Classic. Und die hauen ab. Jo, das sind solche ehrenlosen Polizisten, ne? Aber wir haben den nächsten mit dem medizinischen Notfall. Also lass uns da mal ganz schnell hinfahren bei der Bank. Komm, du Hamsterbacke, fahr schnell vorbei. Wir müssen zur Bank. Und der nächste hat auch schon wieder einen medizinischen Notfall. Also es geht dir jetzt ganz, ganz schnell von A nach B. Also erstmal eine Bandage geben, denn das gibt nochmal... Ey, Junge, was rahmst du mich? Wir geben eine Bandage und jetzt die Bluttransfusion. Eine normale Infusion haben wir auch schon gegeben. Ich höre schon Schießerei. Das ist Kundengenerierung für BAPO. Nehmen wir das mal so. Ja, sorry, Leute. Könnt ihr gerade nicht vorbei. Ihr seht, hier ist ein medizinischer Notfall auf der Straße. Und mein Kollege ist der AFK. Scheint nicht so. Okay. Er haut ab. Dann gehen wir jetzt mal zu 4. Ich weiß nicht, wo er ist, aber wir fahren da mal hin. Ah, der ist bei der Gas and Go. Der eine Kollege, der gerade jemanden verhaftet hat, ohne mir die XP zu gönnen, hat jetzt auch einen medizinischen Notfall. Dann lassen wir den mal eben kurz warten. Und fahren jetzt erstmal zu 4. Ist der in der Bank oder ist er schon offline? Das wäre natürlich auch ein geiles Update in Notruf Hamburg, wenn die Fälle, die schon erledigt sind, vielleicht weil die Leute offline gegangen sind, dass die dann nicht mehr angezeigt werden. Dann lass uns zum Polizistenkollegen fahren. Der ist wahrscheinlich nicht offline gegangen, weil der will seine XP noch behalten. Beim ADAC. Unser Kollege von gerade hat auch schon wieder einen Notfall. Aber das ist beim Gefängnis, das ist näher dran. Fahren wir erst zum Gefängnis. Komm, lass uns den anderen warten lassen. Der hat uns gerade die ganzen XP nicht gegönnt. Hier ist doch schon direkt wieder der nächste. Bandage kann er nicht kriegen. Bluttransfusion auch nicht. Aber wir können ihm eine normale Infusion geben. Gut, dass wir hierher gefahren sind, weil da vorne ist direkt der nächste, der Medizin Hilfe braucht. Sehr geil. Und jetzt würde er wahrscheinlich eh abhauen. Bandage. Ja, Bandage geht. Sehr nice. Bluttransfusion geht auch. Sehr geil. Bringt, glaube ich, mehr XP. Ne, bringt genau gleich viel. Aber wir können ihn auf jeden Fall heilen. Und Fall hat einen medizinischen Notfall. Er will gar nicht. Er wird nämlich direkt verhaftet. Obwohl, ich warte noch ein bisschen. Dann wird er vielleicht umgebracht. Ah, geht nicht. Und jetzt ist er tot. Sehr nice. Jetzt können wir schon wieder jemanden heilen. Alter, wir haben hier direkt den geilen Spot erwischt. Und ich heile seinen Kollegen jetzt schon mal direkt. Da vorne ist der eine schon wieder gerufen, zum dritten Mal jetzt im Video. Perfekt. Oh Mann, ey. Ja. Ich habe gleich nicht mehr genug Infusion und so, um alle Leute zu heilen. Aber da vorne ist er. Gehen wir jetzt mal rüber. Ich glaube, er wird jetzt sofort wieder erledigt mit dem Basie. Da vorne wird er mit dem Basie erledigt. Ja, er ist schon wieder tot. Er ist schon wieder tot, Freunde. Was soll ich sagen? Der Baseball ist halt auch schwierig, ne? Okay, wir können ihn heilen. Und nochmal geheilt. So, jetzt habe ich aber nur noch eine Bluttransfusion, die ich benutzen kann. Die konnte ich ihm auch nochmal geben. Da vorne kann ich vielleicht nochmal zwei Bluttransfusionen loswerden. Nee, aber bei ihm. So, ich habe nur noch eine Bluttransfusion und Bandagen. So, ich sag dir mal, dass ich dann auch mal... Ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen was nachholen, Alter. Ich habe nur noch zwei Bluttransfusionen und die Bandagen. Den Rest muss ich jetzt mal nachholen. Junge, seht ihr das? Medizinischer Notfall hier, medizinischer Notfall da, Alter. Überall medizinischer Notfall. Crazy. Ich habe schon 235 XP bekommen. Läuft schon extrem geil. Bitte werd kein Medic, bitte werd kein Medic, bitte werd kein Medic. Der ist Medic geworden, Mist. Jetzt haben wir den zweiten Medic hier. Bandage holen, Bluttransfusion und alles. Und jetzt geht's ab zum... Jetzt geht's natürlich wieder ab zum Gefängnis, ist ja klar. Und mein Polizistenfreund da hinten, der ist übrigens wahrscheinlich schon gestorben. Der wartet da schon so lange auf Hilfe. Hier stehen schon wieder alle. Könnt ihr euch mal umbringen? Ah, danke schön. Danke, fast auf Kommando. Sehr freundlich. Dankeschön. Bluttransfusion kann er nicht kriegen, aber eine normale Infusion. So, dann geben wir ihm die mal. 19 Stück habe ich gerade aufgebraucht und 6 Bluttransfusionen. Das viel. Da, dann stelle ich mich mal neben ihn oder hinter ihn am besten hin. Kann ich ihm schön ein paar Infusionen geben, während er rumschießt. Ja, noch eine. Mir ist ja egal, wer die kriegt. Ich will nur die XP haben. Ich kann hier alle meine Infusionen loswerden. Sehr geil. Und ich kann ihn aufheilen. Also ich habe ihm schon 10 Infusionen gegeben. Fahre ich mal zu den Konkurrenz rüber. Vielleicht können die auch ein bisschen was gebrauchen. Ja, er will noch ein paar Infusionen haben, denke ich mal. Aber er läuft weg. Fusion gegeben. Ah, jetzt will er. Jetzt hat er es gemerkt. Jetzt will er haben. Jetzt kann ihn ja auch keiner mehr den Crime wegnehmen. Kostenlose Heilung kann er dann schon gerne mal mitnehmen. Alter, wir haben jetzt schon fast 300 XP. Alter, kann ich die Infusion hier noch benutzen? Und ja, ganz knapp konnte ich die noch benutzen. Wir haben 300 XP, Alter. Das ist richtig crazy. Das ist crazy. Guck mal, da oben habe ich Infusion 2x0 XP bekommen, weil ich die schon so oft bei denen benutzt hatte. Also die sind aufgebraucht. Wir brauchen gleich ganz dringend Infusionspartner.
die wir noch nicht geheilt haben, damit wir hier nicht kostenlos Arbeit machen. Also erstmal wieder hingehen und nochmal alles equippen. Jetzt sind wir wieder fresh unterwegs hier. Haben wir denn noch den einen beim ADAC vielleicht? Aber der ist wahrscheinlich schon längst tot. Wie viele Medics haben wir jetzt? 5 Leute bei der Feuerwehr. Okay, das ist crazy. Oh, da war eine Schießerei bei der Polizeistation. Das heißt, ich fahre da direkt hin. Das hört sich sehr gut nach Kundschaft an. Ja, das ist doch der eine. Oh, es hat jemand einen medizinischen Notfall. Dann lass uns da mal ganz schnell hinfahren. Das ist direkt hier auf der Ecke bei der Bank. Oh, ich glaube, der eine Medic ist auch schon unterwegs dahin. Wo ist... Ah, der medizinische Notfall ist in der Bank drin. Kein Problem für den King. Ich höre den Rettungswagen. Okay, wo ist der medizinische Notfall? Hier, Bandage wird benutzt, Leute. Und Bluttransfusion. Wäre cool, wenn es jetzt hier noch eine Schießerei geben würde. Würde ich supporten. Ah, jetzt kann den einen noch eine Bluttransfusion geben. Sehr gut. Der Cop haut da vorne das Ding auf. So, dann geben wir ihn hier nochmal eine. Alter, wir haben schon so viel XP, Junge. Das läuft wie am Schnürchen. Das sage ich euch. Er lässt ihn einfach frei, Alter. Ehrenmann. So konnte ich dem noch eine Infusion geben. So, kann ich dem noch eine geben? Ja, ich konnte ihm noch eine geben. Ey, das wird manchmal echt schwierig hier. Komm. Und ach, Infusion doch noch geschafft. So, noch eine Infusion gegeben. Ich kann ihm noch eine Infusion geben. Bei ihm hier. Ja, mir egal, wer die kriegt. Hauptsache, ich werde die los. Noch eine Infusion gegeben. Sehr geil. So, das war's mit Infusion hier. Goku hat auch einen medizinischen Notfall. Dann gehen wir da mal hin. Beim Hafen. Okay, das ist ja direkt hier vorne. Alter, das ist ja mega easy. Die Feuerwehrkollegen sind auf jeden Fall schon mal am Start. Ach, der Notfall ist auf den Schienen. I see. Hier vorne ist er. Komm, Bro. Ich lass dich nicht down, ja? Komm, ich heile dich. Ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Anime diese Figur hier gehört, aber das habe ich geschaut. Fand ich jetzt nicht so mega geil, muss ich sagen. Ich glaube, er freut sich. Oh, hau lieber ab. 3 Stück kann ich noch machen. Der Polizist hat sich da gerade echt eiskalt festgefahren. Oh, Mann. Komm, da kann ich dagegen laufen. Kann man dagegen laufen? Ja, ey, es funktioniert. Ehre, okay. Hat geklappt. Weiß nicht, was er jetzt alleine machen will. Er ist nicht bei mir ins Auto eingestiegen. Sonst hätte ich ihn noch hinfahren können. Wir haben MD, der hat einen medizinischen Notfall bei der Bank. Ich kann nur noch Bluttransfusionen geben und Bandagen. Bei der Bank sind die medizinischen Notfälle gerade. Warum habe ich den 3-mal Infusion gegeben und keine XP bekommen? Ey, Mann, ich habe den zu oft Infusion gegeben. Junge, das lohnt sich richtig einfach, Sunny zu sein. Manchmal ist einfach sehr geil. Alter, jetzt wurde ich hier getailert oder was? Erstmal eine Bandage geben. Bandage gegeben. Und ich kann den leider nicht heilen, aber ich kann den... Die Bluttransfusion bei den Cops machen. Ah doch, kann ich. Let's go. Dann mache ich das bei den einen Polizisten. Bei dem anderen Polizisten geht auch noch. Sehr geil. Und bei ihm geht auch noch. Sehr nice. Ich sag mal, die sollen kurz warten. Junge, wir haben einfach schon 510 XP. Junge, das ist geisteskrank gut. Also das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. So schnell so viel XP zu haben. Ich bin quasi die ganze Zeit dabei, Leute zu heilen, Alter. Und hier alles nachzuladen. Das ist schon geisteskrank. So, ein Tag als Notarzt lohnt sich auf jeden Fall, Junge. Dann komme ich endlich mal den anderen Autos ein bisschen näher. Hey, danke, dass du mich durchlässt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt schnell wieder zurück zur Bank. Da vorne warten die alle. Das ist für mich natürlich sehr geil. So, und jetzt kann ich die Infusion benutzen. Und 3 Leute geiern schon wieder auf eine Person, ey. Junge, das ist so ätzend. Und kann ich denen noch eine geben gleich? Oder lassen die mich nicht? Infusion benutzen. Und, ach, komm. Der hätte mich auch nicht so beeilen müssen. Gesser hat einen medizinischen Notfall. Beim Hafen wieder. Beim Schiffscontainer diesmal. Okay, Hinder. Ich glaube, ich habe gleich auch einen medizinischen Notfall, wenn ich so weiterfahre. Oh mein Gott, ey. Da vorne ist der medizinische Notfall. Jo, wir sehen ihn. Er liegt da rum. Also gehen wir mal eine Bandage. Ich glaube, meine Freunde sind da oben am Rumknallen. Bluttransfusion gegeben. Ah, da oben sind Polizisten. Geil, da gibt es noch mehr noch. Da gibt es gleich noch mehr medizinische Notfälle. Ah, okay, sie haben den festgenommen. Da oben wird geschossen. Ich glaube, er schießt einfach nur so irgendwie ohne Grund. Und einmal konnte ich ihm wenigstens noch eine Infusion geben. Vielleicht will Lil Bro hier noch eine kleine Infusion bekommen. Nee, geht nicht. Aber wir können hier was absperren. Ich meine, bringt nichts, aber können wir trotzdem mal machen. Achtung, ein bisschen aufpassen hier. Ja, hier ist eine kleine Unfallstelle. Oh, hehehe, hat einen medizinischen Notfall. Komm, ein paar Warnwagen hin. Schön abgesperrt, oder? Wo ist das denn? Bei der Bank schon wieder. Alter, was geht da bei der Bank bitte ab? Ich glaube, meine Feuerwehrkollegen kommen, glaube ich, gerade. Ja, sie wollen zumindest kommen. Schön an der Situation vorbeigefahren, durch den Gegenverkehr. Und Boss Portal hat auf jeden Fall auch einen medizinischen Notfall. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall ab hier. Das ist aber beim Gefängnis. Das ist gut für uns. In die gleiche Richtung. Hier ist der medizinische Notfall auf jeden Fall schon erledigt. Aber da vorne nicht. Kann ich ihn überhaupt noch heilen? Habe ich das nicht schon ein paar Mal gemacht? Wir machen es einfach nochmal. Infusion bringt 5 XP. Und die Blut
Bluttransfusion bringt doppelt so viel. Ja, 10. Immer die Bluttransfusion benutzen, Leute. Ich weiß nicht, warum er gestorben ist, aber ich hoffe, dass die Person gleich noch ein paar leer... Ich weiß nicht, warum er gestorben ist, aber ich hoffe, dass die Person gleich noch ein paar mehr Leute killt. Ja, er wird geheilt. Oder auch nicht. Er hupt. 3, 2, 1. Viel Spaß. Ey, jetzt hat er hier schon wieder einen Notfall. Da hinten. Oh, die sterben die ganze Zeit. Vielleicht ist er hier näher dran. Ja, Aris. Dann fahren wir erst hier hin. Junge, ich muss da erstmal zum ADAC, Alter. Mein Auto ist gleich Schrott. Vegos Kushibo. Und 4 braucht schon wieder Hilfe. Kann ich den hier überhaupt noch heilen, Alter? Den habe ich schon so oft geheilt. Let's go. Ah, geht jetzt leider nicht gerade. Da vorne ist schon der nächste geuft. Sehr geil. Das finde ich gut. Schießerei. Mein Freund als Sanitäter, als Arzt. Wir heilen ihn noch. Komm, Gas. Erledige auch einen Kopf. Ja, wo ist denn der? Kann ihm leider nichts geben. Oh, ich kann ihm nochmal eine Infusion geben. Und es wurde leider abgebrochen. Kann ich ihm eine Infusion geben? Sehr nice, weil dann mache ich das einfach weiter. Auch wenn dem das nichts bringt, mache ich trotzdem. Ja, Jonas. Kann ich dir eine Bluttransfusion geben? Ja, dann mache ich das mal. Bluttransfusion gegeben. Und wenn die wegrennen wollen, dann mache ich hier meine Infusion. Dann kriege ich ja auch meine XP. Easy peasy. Jetzt kann ich noch einmal hier. Ist hier noch jemand, der eine haben will, der eine braucht? Nö. Geil. Dann haben wir noch von 4 einen medizinischen Notfall. Und von Vegos Kushibo. Beide da hinten. Boah, wie soll ich hier durchkommen ohne Unfall? Geschafft. Ja, wenn du im Wasser liegst, dann kannst du da liegen bleiben, ne? Je nachdem, wie weit du drin bist. Okay. Wo ist er? Ich finde ihn hier nicht. Dann gehen wir mal zu dem anderen. Der hier will, glaube ich, zum ADAC. Ich schreibe ihn das mal. Wir müssen da ja eh hin, Freunde. So, er hat sich bedankt. Kein Problem. So, kein Problem. Und es scheint so, als wäre hier vorne wieder ein medizinischer Notfall. Eine dynamische Situation mit vielen Notfällen. So sieht das hier zumindest aus. Kann man hier noch was geben? Infusion? Ja, bei dem aber nur. Da kann man leider nichts und mehr so viel machen. Hier kann ich leider nichts geben. Dem auch nicht. Freunde, ich muss aber sagen, 690 XP in einer halben Stunde ist echt nicht schlecht. 16.500 Euro haben wir verdient, Freunde. Wenn ihr wissen wollt, mit welchem Job man am meisten Geld verdient, dann schaut euch gerne dieses Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns da sofort wieder. Bis dann und ciao.